Biogasanlagen stehen vor einem großen Problem. Energiepflanzen wie Mais sollen immer weniger für den Biogasprozess verwendet werden. Reststoffe wie Getreidestroh oder Rindergülle können eine Alternative sein, sind aber lange nicht so wirtschaftlich. Harald Wedwitschka vom Deutschen Biomasseforschungszentrum DBFZ arbeitet an einer Lösung. Sein Ziel? Den Reststoff Stroh wirtschaftlicher zu machen. Die Forschungsbiogasanlage des DBFZ in Leipzig. Hier wird Biogasforschung auf Praxisniveau durchgeführt. Harald Wedwitschka ist der Praxisbezug bei seinem aktuellen Projekt besonders wichtig. Geht es doch darum, eine Alternative zu entwickeln, die von Biogasanlagenbetreibenden angenommen wird. Maissilage ist eigentlich ein ideales Substrat für die Biogasproduktion. Es ist leicht vergärbar, benötigt wenig Vorbehandlung. Beim Einsatz von landwirtschaftlichen Nebenerzeugnissen, beispielsweise Maisstroh, Getreidestroh, ist etwas mehr Aufwand notwendig, um das Material zu vergären. Und in unserer Forschung arbeiten wir daran, diese Prozesse wirtschaftlich zu machen, dass tatsächlich in der Landwirtschaft diese Reststoffe eingesetzt werden. Eine Möglichkeit, die Kosten bei der Biogaserzeugung zu senken, ist die Optimierung der Logistik rund um den Gärrest. Gärrest ist das, was übrig bleibt, wenn das Biogas erzeugt wurde. Diese braune und flüssige Masse wird im Frühjahr als Dünger auf den Feldern ausgebracht. Den Rest des Jahres wird der Gärrest in großen Lagern aufbewahrt. Das verursacht Kosten ohne Nutzen. Wedwitschka will an dieser Stelle optimieren. Er möchte den Gärrest ein zweites Mal nutzen und wieder in den Biogasprozess einbringen. Hier in dem Eimer haben wir Getreidestroh. Wenn das Material eingebracht wird in den Fermenter, neigt das manchmal dazu aufzuschwimmen, bildet eine Schwimmdecke. Ein anderer Punkt ist, das Material ist sehr trocken. Wenn das in den Fermenter eingebracht wird als ausschließlich alleiniges Substrat, führt das dazu, dass die Viskosität im Fermenter, die Rührfähigkeit, schlecht beeinflusst wird. Der Gärrest selbst besitzt ein geringes Biogaspotenzial, bringt aber die Feuchtigkeit mit, die wir für die Strohsilierung und Strohvorbehandlung benötigen. Zu dem Gemisch aus Stroh und Gärrest werden Enzyme und Zuckerrübensirup hinzugefügt. Diese Zusätze sollen die Lagerfähigkeit verbessern. Praxistauglich ist eine Silage nämlich nur, wenn neben einer guten Biogasausbeute auch die weiteren Abläufe in der Biogasanlage funktionieren. Welches Mischungsverhältnis am besten funktioniert, wird derzeit erforscht. Alles in allem erzeugen wir im ersten Schritt etwa 200 verschiedene Silagemischungen mit unterschiedlichen Anteilen an Gärresten und Stroh und verschiedenen Silierhilfsmitteln. Die entstandenen Silagemischungen werden anschließend im Labor untersucht auf die verschiedenen Silageeigenschaften, um die besten Mischungen zu identifizieren. Wenn die richtige Mischung gefunden wurde, soll sie auch in großem Maßstab getestet werden. Ziel ist es, den Prozess bis zur Marktreife zu skalieren, damit es für Biogasanlagen in Zukunft eine wirtschaftliche Alternative zu Mais gibt.